wunderschönen guten Abend. Ich mache hier einen kleinen Vollmond-Drive, beziehungsweise Vollmond ist erst in 2 Tagen. Allerdings sieht das alles schon sehr vollmondmäßig aus da oben. Ich bin mal gespannt, wie hier mein neuer DJI Pocket 2 den Mond einfängt und auch jetzt diese Nachtaufnahme bin ich mal gespannt. Das ist jetzt meine erste Aufnahme bei Nacht. Ich habe den Gimbal erst seit gestern, also allgemein auch meine erste Aufnahme. Ich bin gespannt, wie das alles aussieht hier mit dem Heads-Up-Display, mit meinem Mercedes-Stern. Lustige Geschichte, beziehungsweise nicht lustig. Leider Gottes ist vorhin ein Vogel ich bin 120 km/h gefahren, ist mir ein Vogel, also zuerst kam es mir so vor, als wäre er hier auf der Scheibe gelandet. Die Scheibe ist auch noch immer schmutzig und hier sind auch noch immer leider Überreste. Die Überreste verheißen nichts Gutes. Man würde ja hoffen, dass er an die Scheibe knallt und dann schön weiterfliegt und nichts passiert ist, wie in so einem Film. Aber leider scheint er doch wahrscheinlich dadurch gestorben zu sein. Und dann ist mir aufgefallen, mein Mercedes-Stern ist komplett flach gewesen. Ich habe ihn jetzt wieder aufgerichtet. Das heißt, der ist mir an den Mercedes-Stern geflogen, der war auch versaut. Und dann an die Scheibe gedonnert, wie blöd. Und der Scheibenwischer ist sogar automatisch angegangen, weil hier dann Sauerei war. Ein Glück ist, es scheint die Scheibe, von Glück kann man nicht sprechen, die Scheibe scheint noch ganz zu sein, aber schön ist das nicht. Und ich finde es ziemlich absurd, dass er diesen Stern erwischt hat, 120 km/h, und er schafft es aus irgendeinem Grund, exakt die Mitte des Autos und den Mercedes-Stern zu treffen und auch erwischt genau das Auto mit dem Stern. Was ich mir jetzt gedacht habe, weil ich hatte einen Beifahrer dabei und der Beifahrer hatte gemeint, der Vogel wäre sehr groß gewesen. Ich habe schon gemerkt, dass er groß war, aber ich hätte jetzt gedacht, naja, vielleicht so, weiß ich nicht, Amsel oder so. Er war sich sicher, dass das ein Greifvogel war. Und es kann gut sein, dass der Greifvogel irgendwie das Glänzen des Sternes gesehen hat, so wie so eine Elster. Wobei das ein Gerücht ist, die gehen nicht auf glitzernde Sachen, aber allgemein alles, was irgendwie funkelt, alles, was irgendwie aus der Norm spricht, nehmen sie sich gerne mit, wenn sie können. Dass das durch das Funkeln, dass er das irgendwie anvisiert hat. Weil was soll das denn bitte für ein Zufall sein, dass ein Greifvogel wirklich hier exakt auf meinen Stern draufknallt, ne? Naja, das Video, wofür mache ich das? Ja, kleine Erzählrunde offensichtlich. Ich wollte einfach mal hier zeigen, wie das aussieht. Das ist die Ambiente Beleuchtung Premium mit den neuen Lüftungsdüsen im EQS-Style, die ich hier eingebaut habe. Und auch die 3D-Burmester-Hochtöner. Dazu habe ich ja auch ein Einbauvideo, das könnt ihr euch anschauen. Einfach auf meinem Account eingeben. Ich habe 2 Videos zu den Lautsprechern. Ich hatte 1 gemacht, nur wie man sie bestellt und drüber gesprochen. Und 1, wo ich sie wirklich einbaue. Und von beiden Produkten ist natürlich das Spannendste, wo ich sie einbaue. Ich cruise hier gerade ganz gemütlich durch die Gegend, fahre jetzt mal auf einen Parkplatz und dann schauen wir mal von außen, wie ich den Mond einfangen kann hier mit meinem neuen DJI, kleinen DJI Cam. Und schaue dann auch mal hier, wir können dann auch mal ein bisschen durch die Optionen gehen. Hier, das sieht gerade interessant aus, mal gucken, ob er das einfängt. Da oben ist so, sieht so aus wie so Nebel. Naja doch, das nimmt er wahr, ne? Gicht oder was weiß ich, was das war. Wir sehen uns gleich auf dem Parkplatz und dann gehen wir mal hier durchs Menü. So, ich befinde mich auf dem Parkplatz. Wir gehen jetzt einfach mal durch das Menü. Ich glaube, der Winkel ist ganz cool. Hier sieht man meine Hand, da ist nämlich der Hochtöner. Hier diese Lüftungsdüsen. Wobei, so ein bisschen runter machen wir mal so. So ist cool, ne? So, wir haben hier das Menü. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut. Gehen wir hier drauf. Ambiente, Licht. So, da ich das Premium habe, habe ich hier diese Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar kann ich hier das Display einstellen, vorne, hinten, und habe diese 64 Einstellmodis und kann mehrfarbig einstellen, Helligkeitsstufen, Effekte, animiert. Das ist quasi dieses Farbwechseln. Ihr seht ja, jetzt ist es lila, jetzt ist es pink, jetzt ist beides pink. Der hier geht immer ein bisschen früher, jetzt wird der schon pink, das ist rot, das ist blau, beziehungsweise er war noch pink, er wird jetzt langsam erst rot. Wir gehen mal hier durch die Modis durch. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, als die noch nicht drin waren hier und auch die 3D-Hochtöner. Machen wir hier Fire Red. Das sieht eigentlich ganz cool auch aus. Warte, hier mit dem Lautsprecher noch. Ich gehe mal so ein bisschen nach hinten. Dann haben wir das hier.
Dawn Blue, Sun Yellow, Jungle Green. Das sieht eigentlich cool aus, ne? Glacier Blue, Gletscherblau. Vielleicht kennt ihr die Gletscherbonbons. Color Flash. Da wechseln jetzt die Colors. Da oben kommt ein Traktor gerade angefahren. Man sieht nur das Licht. Bin ich auch mal gespannt. Der fährt da mit Vollgas übers Feld. Da haben die Spaß dran, ne? Die Bauern, wenn die da nachts rumfahren. Alles egal. Vollgas mit dem Traktor. Hui, das ist krass. Color Mix. Das ist wirklich crazy. Da haben wir da oben haben wir den Blau. Da Blau, Grün. Dann hier Lila. Ziemlich cool. Verrückt. Ah, das war's schon so. Und dann wir Ocean Blue. Mein Lieblingsohr, das ist eigentlich ganz schön hell. Ich habe am liebsten das hier, Red Moon. Ich finde zwar, die Farben passen irgendwie, die beißen sich ein bisschen, aber es ist einfach sehr extrem. Das Blau ist sehr stark und auch das Rot und es wechselt zu diesem Pink, was ich cool finde. Und jetzt gucken wir mal, wie kommen wir hier, da sieht man den Mond schon. Da oben die kleine Kugel an dem blauen Streifen. Ich steige mal aus dem Auto aus. Da nehme ich euch einfach mit beim Aussteigen. Ich habe hier nämlich dieses Logo am Boden. Sieht das cool aus, ne? Ich muss mal schnell aussteigen. So. Da ist der Mond. Jetzt können wir mal probieren, ob wir ihn einfangen. Das Gerät hat nämlich einen kleinen Zoom von 4. Ich weiß es gar nicht, kriegt er das hin? Sorry. Jetzt habe ich die Einstellung gerade. Ah, jetzt ist er noch im Zoom, sorry. Ja, da bin ich wieder. Ja, das Licht ist mittlerweile aus. Man sieht jetzt nur das Licht am Boden. Hinter mir fährt der Traktor. Ich hatte probiert, irgendwie ihn zu fokussieren auf den Mond. Also man sieht, glaube ich, nicht viel. Ich habe hier nur so einen kleinen Bildschirm. Ich glaube, es ging nicht. Naja, dann war es das vom Vollmond. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, so Like, Abo und so, freue ich mich immer drüber und auch Kommentare, ich reagiere auf alle Kommentare und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das kleine Video. Ciao. Live vom Vollmond, beziehungsweise fast in 2 Tagen. Allerdings, wie so oft, ist der Vollmond besser sichtbar die Tage davor. Hier steht mein Auto. Ich filme gerade mit meinem neuen Spielzeug, einem Gimbal von DJI. Und zwar den Pocket 2. Wir steigen mal ein. Es ist kurz dunkel. Ich mache mal die Tür zu. Und jetzt drücken wir mal hier das wundersame kleine Knöpfchen. Und gucken mal, was hier passiert. Jawohl. So muss das aussehen. Das ist ein Mercedes. Da stand's. Mercedes-Benz. Ne, das sieht schon cool aus, ne? Und ich habe darüber jetzt ein YouTube-Video gemacht. Und mache jetzt hier eine kurze Variante für meinen Instagram-Kanal. Ich zeige euch einfach mal kurz, was hier abgeht. Ne? Das ist hier Ambiente Premium, Original von Mercedes. Und so muss das aussehen. Hier kann man die kleinen Modis durchspielen. Man beachtet die 3D-Hochtöner, die rotierend ausfahren und auch wieder einfahren. Jedes Mal beim Ein-Aussteigen, beziehungsweise Auto an-aus. Das sind die Modi. Ziemlich cool. Hier, wer Dschungelfieber hat, kann den Jungle Green nehmen. Ziemlich cool. Das ist einfach nur ein kleiner Test hier mit der Kamera. Und die detaillierte Version davon könnt ihr auf YouTube schauen. Ciao!